Ich definiere mir, was bedeutet A vereinigt B. Und zwar folgendermaßen. X ist Element, also für alle X gilt, X ist Element von A vereinigt B, genau dann, wenn also für alle X gilt, X ist in A vereinigt B, genau dann, wenn X entweder, nicht entweder, Entschuldigung, wenn X in A ist oder X in B. X ist eine Vereinigungsmenge von A und B, genau dann, wenn X in A ist oder X in B. Wenn X in A ist, ist es eine Vereinigungsmenge, oder wenn X in B ist, ist es auch eine Vereinigungsmenge. Jetzt merken Sie, dass es praktisch ist, dass das Oder kein Entweder-Oder ist. Entweder-Oder, hatten wir letzte Woche darüber diskutiert, wäre ja, es darf nur in einem von beiden sein. Und damit könnten wir die Vereinigungsmenge nicht auf dieses Oder zurückführen. Denn hier darf X ja auch in beidem sein, dann sind beide Teilaussagen wahr, dann ist aber auch die Gesamtaussage wahr und damit ist X auch in der Vereinigungsmenge drin. Ja, also die 1 und die 8, für die sind ja beide Teilaussagen hier wahr, die 1 und die 8 sind aber trotzdem in der Vereinigungsmenge, weil das Oder nicht exklusiv ist. Das Ganze machen wir jetzt so ähnlich. Na. Für den Schnitt zweier Mengen. A geschnitten B, schreibt man so. Und das Ganze kann man sich erstmal wieder mit einem Venn-Diagramm verdeutlichen, was man damit meint. Das wissen Sie wahrscheinlich auch schon. Trotzdem mal deutlich hier. Mit dem Schnitt meint man die Menge all der Elemente, die in beiden enthalten sind. In unserem Beispiel A geschnitten B, im Beispiel wäre das die Menge bestehend aus 1 und 8. Jetzt führe ich das wieder definitionsmäßig auf die Logik zurück und gleich sind Sie dran. Für alle X gilt, X ist Element der Schnitt. Das ist der Schnittmenge von A und B, genau dann, wenn was gilt. Ja? Genau, wenn X-Element A und X-Element B. Und jetzt merken Sie, dass das alles irgendwie zusammenpasst. Schauen Sie sich mal die Symbole an. Vereinigt und das Oder und Schnittmenge und das Und. Da hat jemand mitgedacht. Das kann man sich gut merken. Ja? Kann man nicht von allen Sachen behaupten. Hätte auch so sein können, dass jemand das gerade andersrum gemacht hat, man dann hier merkt, es passt nicht zusammen und man es auswendig lernen muss. Ja, aber das passt so schön zusammen. Schauen Sie mal hier, ne? Nach unten geöffnet. Da nach oben. Ah, super. Ist gut, gell? Jetzt definieren wir noch was Drittes, die Differenz zweier Mengen. Differenz zweier Mengen. Und die bezeichnet man so, A, aufgepasst, Backslash, kein Slash, also Backslash so ähnlich hier wie bei HTTP, ja?
Differenz zweier Mengen A. Differenz zweier Mengen A ohne B, sagt man. Also A ohne B. Was meine ich damit? A ohne B. A, B. Und bei A ohne B ist gemeint alle Elemente in A, die nicht in B sind. Gerade dieses Stückchen hier. Okay, wieder Aussagen logische Definition. Für alle x gilt, x ist Element in A ohne B. Genau dann, wenn was gilt? X ist in A ohne B, genau dann, wenn was gilt? Ja? X ist ein Element von A und X ist kein Element von B. Richtig. X ist Element von A und X ist nicht Element von B. So. Haben wir schon die wichtigsten Operationen. Ach ja, genau. Auch noch eine wichtige Sache, hier oben ein Spezialfall. Wenn A geschnitten B gleich die leere Menge ist, also wenn es keine Schnittmenge gibt, oder darf man so nicht sagen, wenn die Schnittmenge die leere Menge ist, ist ja auch eine Menge, dann sagt man A und B sind disjunkt. Das braucht man auch öfter mal, den Begriff. Disjunkt oder elementfremd, wenn man Fremdwörter nicht so mag. Ja. Also wenn die Schnittmenge leer ist, sind A und B disjunkt. Tafelrennen hier. Hoppala. So. Jetzt haben wir ein paar Operationen definiert. Man nimmt zwei Mengen und kriegt eine neue Menge raus. Ja, Menge A, Menge B wird zusammengepappt, kommt eine neue Menge raus. Jetzt nehmen wir mal, oder brauchen wir noch ein paar Begriffe, um Mengen zu vergleichen. Um Mengen in Relation zu setzen. Und ich definiere erstmal, was bedeutet A ist gleich B. Was bedeutet Gleichheit von Mengen? Wann sind zwei Mengen gleich? Zwei Mengen sind gleich, genau dann, wenn... Für alle x gilt... Gut aufgepasst, jetzt wird es ein bisschen seltsam, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Können wir gleich drüber reden. Zwei Mengen sind gleich, genau dann, wenn für alle x gilt... X ist in A, genau dann, wenn X auch in B ist. X ist in A, genau dann, wenn X in B ist. Für all die X gilt, aber wenn das für alle X gilt, dann sind die Mengen gleich. Das hier schließt ja Folgendes aus. Oder das hier, wann ist diese Aussage wahr? Entweder wenn beide Teilaussagen wahr sind, ist eine Äquivalenz. X ist in A, X ist in B. Wenn beide wahr sind, dann ist die Gesamtaussage wahr. Oder wenn beide falsch sind, dann ist auch die Gesamtaussage wahr. Also entweder gilt, X ist in beiden Mengen, oder x ist in keiner von beiden. Und wenn das für alle x gilt, dass x entweder in beiden drin ist oder x in keiner von beiden drin ist, dann sind beide Mengen gleich. Kann kein x geben, das in einer drin ist, aber in der anderen nicht. Denn genau in den Fällen ist die Äquivalenz falsch. Erinnern Sie sich an die Wahrheitstabelle der Äquivalenz. Gut, das ist die Gleichheit. Und jetzt gibt es auch noch sowas wie... die Teilmengenbeziehung. A ist Teilmenge von B und Teilmenge schreibt man so. Das Symbol kennen Sie auch schon.
Teilmenge schreibt man so. A ist Teilmenge von B, genau dann, wenn für alle x gilt, wenn x in A ist, dann ist x auch in B. Vergleichen Sie mal die beiden, die sind ziemlich ähnlich. Ne? Hier oben bei der Gleichheit haben wir die Äquivalenz und bei der Teilmengenbeziehung haben wir die Implikation. Das ist so ähnlich wie hier mit den Symbolen für Schnittmenge und oder Vereinigungssymbol und oder. Ja? Hier Gleichheit und Teilmengenbeziehung entsprechen praktisch der Äquivalenz und der Implikation in der Aussagenlogik. Das hier bedeutet, für alle x gilt, wenn x in A ist, also wenn ein x in A ist, dann ist es auch in B. Das kann aber bedeuten, dass es in B weitere gibt, das spielt keine Rolle. Aber wenn es in A ist, dann ist es auch in B. Das führt dazu, dass B A alle Elemente aus A enthält, mindestens mal, kann aber auch weitere enthalten, muss aber auch nicht. Das heißt, beide können auch gleich sein. Für zwei gleiche Mengen gilt ja auch, wenn das Element in A ist, dann ist es auch in B. Das heißt, Teilmengenbeziehung bedeutet, entweder A ist eine also eine echte Teilmenge von B oder beide sind gleich. Jetzt kann man auch sagen, manchmal möchte man auch die echte Teilmenge haben, also dass A echt in B enthalten ist, derart, dass es in B noch weitere Elemente gibt, also zumindest mal ein weiteres. Dass A kleiner ist als B. Und das gilt genau dann, wenn, das könnte man es wieder mit Aussagenlogik oder mit Prädikatenlogik machen, aber es ist eigentlich zu kompliziert, wenn wir das oben schon haben, können wir sagen, das gilt genau dann, wenn A ist Teilmenge von B und A ungleich B. So. Ist es ein kleiner Zeich oder ein C-Zeich? Das ist ein C. Also, mit einem runden Bogen, mit einem Bauch auf der linken Seite. Genau. Kein kleiner Zeichen. Das kleine Zeichen ist ja ein Zeichen, das vergleicht natürliche Zahlen oder Zahlen. Aber das ist schon daran angelehnt, sagen wir mal. Ne? Man kann aber nicht sagen, A kleiner B oder so für Mengen. Darf man eigentlich nicht sagen, sondern ist Teilmenge von. Psch. Ja? Okay, machen wir ein Beispiel. Ich nehme mal die Menge B ist gleich die Menge, nehmen wir die gleiche wieder oben, 1, 8, 12. Jetzt kann ich sagen, die Menge 1, 8 und 12 ist Teilmenge der Menge B. Weil für alle Elemente gilt, wenn sie hier drin sind, dann sind sie auch da drin. Die sind zufällig auch gleich. Ich kann auch sagen, 1 und 8 ist Teilmenge von B. Das ist sogar eine echte Teilmenge. Das ist sogar eine echte Teilmenge, weil B mindestens ein Element mehr enthält. Ich darf nicht das hier machen. Das ist keine echte Teilmenge, weil beide gleich sind. Also wenn Sie so wollen, bedeutet dieses Symbol hier, entweder ich habe eine echte Teilmenge, das heißt mindestens ein Element weniger, oder der Strich da unten drunter bedeutet, oder beide sind gleich. Also Sie können auch sich erstmal das hier vorstellen, A ist eine echte Teilmenge von B, in B gibt es mindestens ein Element mehr und das entsteht dadurch, dass sie auch gleich sein dürfen.